Howdy, Partner! Ich bin der Sheriff hier in dieser Stadt. Das ist meine Stadt. Also immer schön die Hände da lassen, wo ich sie sehen kann. Und mach bloß keine schnellen Bewegungen. Haben wir uns verstanden, Freundchen? Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu Law of the West. Wir spielen in einen Sheriff. Ich habe den Namen der Stadt vergessen. Ist aber auch relativ unwichtig, denn ja, wir sehen schon, das sind wir hier links im Bild. Wir sehen uns immer nur von hinten. Und da kommt auch schon der erste Bösewicht. Den müssen wir jetzt ja mal abschießen. Oder auch nicht. Erstmal müssen wir mit ihm reden. Das ist schon mal ganz wichtig. Konfliktlösung Nummer 1, erstmal reden, bevor geschossen wird. Geschossen wird. You're the sheriff of the stinking town! Ja, das bin ich wohl. Ja. Was geht dich das an, Punk? Ah, ihr Gesetzeshüter, ihr seid doch alles Feiglinge. Ah. Nehmen wir direkt, glaube ich, mal die erste Antwort. Ich habe dein Gesicht auf einem. Oh. Auf einem Poster gesehen. Wanted-Poster. Wie, er haut einfach ab. Jetzt können wir natürlich sagen, wir nehmen ihn fest. Drop your gun or I'll drill you. Son, now let's just be peacefully. Vielleicht können wir das friedlich lösen. Mal gucken. I surrender, Sheriff. Oh, okay. Da hat er wirklich seine Pistole weggeschmissen. Ich habe schon gesagt, er zieht. Wir schießen. Ja, ihr seht, es geht auch ohne Gewalt. Ziel des Spiels ist es, wir müssen den Abend erleben und sicher ins Bett kommen. Entweder mit ihr hier, oder mit einer anderen Dame, oder alleine. Hauptsache, wir überleben den Tag. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das ist Miss Rose. Oh, hello there, big boy. Würde es dich stören, wenn ich dich später besuchen komme? Wie geht's im Saloon? Hello, Miss Rose. Oder können auch sagen, runter von der Straße, du angemaltes irgendwas. Einfach mal Hello, Miss Rose. Ich mag den starken, ruhigen Typ. Möchtest du mal meine Muskeln spüren? Ja, guter Spruch. Dafür stinke ich hier wohl zu sehr. Okay. Wie wär's, wenn ich ein Bad nehme und mich rasiere? Auch im Gesicht. And then, I see you tonight. Es könnte sein, dass wir schon die erste Verabredung für heute Abend haben. Haha, sehr schön. Gut. So, wie geht's weiter? Wo sind die anderen? Ja, der führt doch nichts Gutes im Schilde. Das sehe ich doch schon. Ein Mexikaner. Ich glaube, es ist ein Mexikaner. Hey, Gringo. I hear you got the fast draw. Yep, as fast as I come. Sag mal, bist du nicht das Mexikali-Kid? Ah, manche nennen mich so. Ich denke, da ist ein Preisgeld auf deinem Kopf, oder? But you will never take me alive. Drop your gun or else. Also, Waffe nieder oder ich. Boah, es passiert etwas. Ah? Sehr schön. Genau in dem Moment, wo er ziehen wollte, habe ich ihn erschossen. Das dürfte Bonuspunkte geben. Man kann ihn natürlich auch Feuer schießen, ohne irgendwas zu sagen, ohne zu reden und so. Aber das kommt dann nicht so gut an. Nicht bei der Endauswertung, die es nämlich am Ende des Spiels geben wird. Kill any more people lately, Sheriff? Das ist dann wohl der Doktor. Wo auch immer er jetzt gerade hergekommen ist. Aus dem Zug ausgestiegen, aber warum auch immer. Nun, Doktor. Das ist Teil meines Jobs. Ah, es scheint so, als würden sie es mögen. No. Ich hasse es, zu töten, ohne Grund. Ja, aber er hasst diese Verschwendung. Ja gut, was soll ich tun, wenn die auf mich schießen? Dream of them. The ones I've killed. I wish I knew a better way to stop them. Most of them are just drifters anyway. Ja, ich gebe einfach mal vor, Albträume zu haben von den Leuten, die ich erschossen habe. You just can't forget them. Bye. Ist er damit jetzt zufrieden? Es kann nicht passieren, dass wir angeschossen werden und dass er uns dann helfen muss. Und dann kann er nämlich sagen, ach nö, ist ja nur der Sheriff, kein Bock. Der hat eh immer nur andere Leute umgebracht, geschieht ihm ganz recht. Das ist dann natürlich nicht so gut für uns. Okay, was ist denn mit ihm? Hallo? Ach, das ist der mit dem Gewehr. Hallo, Sheriff! Mögen Sie mein neues Gewehr?
mal, ist das eine neue Remington? Ja, ist es. Eine Schönheit, oder? Ja, schön und tödlich. Ja, sehr tödlich. Will er jetzt schießen, oder was? Großartig zum Jagen. Ja, genau dahin gehe ich jetzt auch. Na gut, schon gedacht, er schießt auf mich. Vielleicht tut das auch. Immer aufpassen, jede Bewegung beobachten. Okay, scheint wohl richtig gewesen zu sein. Oder eventuell falsch, ich weiß es nicht. Oh! Okay, auf den sollte ich nicht schießen. Das ist ein Kind. Das ist kein Kleinwüchsiger. Auch wenn das so schwer zu erkennen ist. Ich wollte übrigens erst die Apple II-Version machen. Aber die ist grafisch sehr, sehr spartanisch. Wie gedacht, komm, machst du doch die C64-Version. Auch wenn es die schon ein paar Mal gegeben hat auf YouTube. Ungefähr 10 Millionen Mal. Aber die Apple II-Version geht leider so... Nee, da hättet ihr ja nicht viel erkannt. So. Ich habe ein Geheimnis, was ich niemandem erzählen werde. Hey, Willy. Möchtest du ein paar Süßigkeiten? Oh, danke, Sheriff. Können wir reden, Willy? Ja, natürlich, Sheriff. Ich mag es, mit Ihnen zu reden. Does your mom like me? Ja, können wir jetzt natürlich fragen. Ist jetzt aber vielleicht in dem Moment unwichtig. You really need a bath, Willy. Okay, was ist dein Geheimnis, Willy? They're gonna rob the bank. Woher weiß er das denn, dass die Bank überfallen? Dann wollen wir mal gucken. Okay. Komm, Willy, beweg dich. Ich muss zur Bank. Sekunden später. Den habe ich da erwischt. Auch wenn auch erst im zweiten Schuss. Haha. Und noch ein Bösewicht weniger. Das wird den Doktor wieder nicht freuen, aber hallo? Der wollte die Bank überfallen. Oh, hallo. Miss... irgendwie? Hoffentlich ist es eine Miss und keine Misses. Oh, hallo, Sheriff. Oh, Miss April ist das. Hallo, Miss April. Wie geht's Ihnen? Ah, da ist ein Tanzfest in der Stadt morgen. Ich denke zumindest mal, dass Hoedown ein Tanzfest bedeutet oder sowas in der Art. Yep. Dancing, too bad I'm gonna be out of town. Nah. Would you like to go with me? I would love to go with you. Ja, das sagen wir ihr. Oh, ich würde mich geehrt fühlen. When may I call for you? Call me, maybe. Oh boy, gehört an das Markin. You would? Then I'll have to dump Rose. Ja, das wäre vielleicht nicht so gut zu sagen, oh ja, dann muss ich erstmal Rose abschießen. Die wird sicherlich nicht begeistert sein. Okay, oh, nicht auf sie schießen. Wann soll ich sie abholen? Miss April? Ich erwarte sie um 8 Uhr. Sheriff. Na, okay. Okay, heute Abend sind wir also bei Rose und morgen Abend bei April. Hm. Ist doch ganz gut, oder? Na, ich bin ja auch immerhin der Sheriff. Da können die Weiber ja kaum Nein sagen. Ja, was führt er im Schilde? Ah, diese Jungs können nicht pokern. Aha. Hast du die wieder betrogen? Ah, you've been cheating them again? Spieler? Hast du sie wieder betrogen? Gute Antwort. Ah, you're disgusting. Fallspieler, ich hasse Fallspieler. I'm warning you, I can be a lot of trouble. Mhm. I'm proud to be sheriff of this town. Okay, sagen wir ihm das einfach mal. Da sind wir ja auch stolz drauf. You would be. Okay, der dreht sich einfach um. Und schießt nicht. Ist ja ein Ding. Eigentlich gedacht, er würde auf mich schießen. Wo ich ihn jetzt entlarvt habe als Fallspieler. Okay, wer ist er? Das ist bestimmt der Dorftrottel, wenn so eine lustige Musik im Hintergrund läuft. Achso, das ist der Deputy. Sheriff, wo waren Sie denn die ganze Zeit? I should ask you that question, Deputy. Das sollte ich dich fragen, Deputy. Ich habe auf die Bank aufgepasst. Ja, das hast du sehr toll gemacht. Die wurde ja nur überfallen. Du bist ein Lügner. You call me a liar? Ja, denn die Bank wurde überfallen. Und ich war da und du nicht.
I was down there 10 minutes ago. Ich war da vor 10 Minuten, genau. Der wird ja wohl nicht auf mich schießen, oder? You can't call me a liar. Alter, schießt der Deputy auf mich und schießt noch zweimal vorbei. Ist ja unglaublich. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass der schießt. Was für ein Vogel, ey. Das hier? Noch eine Dame? Ja, ich bin der Sheriff, und? I told you to never come back here. Wer ist sie denn? You're calling a tin horn? Howdy, Bell. Nice seeing you again. Doing any more cattle rustling? Sag ich einfach mal, schön, dich wiederzusehen. Vielleicht kriegen wir noch eine Verabredung. That wasn't your attitude last time. Naja, gut, letztes Mal war ich schlecht drauf. So, I shot at you. I missed, didn't I? I thought you were gonna shoot me, Bell. Ich dachte, du würdest auf mich schießen. Bell? You were right. And I might try again. Drop your gun, woman. Okay, I'm dropping it. Tatsächlich, die wirft ihre Waffe hin. Das kann man alles erreichen dadurch, wenn man mit den Leuten redet. Ja, ich wollte sie schon abknallen. Ist er schon wieder? Deputy? Noch einer? Nee, ihm fehlt der Stern. Du bist der Sheriff hier, oder? Nö, ich bin einfach nur der Deputy. Das sind gefährliche aussehende Kanonen, die du da hast. Ja, und ich selber bin auch sehr gefährlich. Genauso wie ich. Wir werden bald sehen, wer tougher ist. Okay. I'm looking forward to it. Good draw. Haha, das war zuerst geschossen, aber nicht getroffen. Good draw, hat er gesagt. So. Und das war's auch schon. Wir haben das Ende des Tages erreicht. Congratulations, you made it to sunset. Your final score is 5450. So viel habe ich in den Testaufnahmen nicht geschafft. Die Sterne zeigen an, wie gut wir unsere Autorität durchgesetzt haben. Darunter, wie viel Verhaftung wir hatten. Und dann natürlich die beiden niederknutschen. Unsere Liebesromanze. Haben eigentlich ganz cool, oder? 3, 6. 6 von möglichen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir eine gewisse Liebesromanze aufgebaut. Ja. 4 böse Jungs haben wir erschossen. Das sehen wir an diesen kleinen Grabstellen da drunter. Ja, und was diese Dollarsäcke bedeuten, weiß ich nicht. Vielleicht das Geld, was wir verdient haben. Oder was wir vielleicht von den Toten ausgeraubt haben. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich denke, wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. 5450 Punkte. Falls das jemand schlagen möchte, bitteschön. Videoantworten sind ja praktisch wieder möglich. Dann haut's mir in die Kommentare. Haut's mir in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr es selber gespielt habt. Gebt mir grüne Daumen, blaue Daumen, gelbe Daumen oder irgendwelche Daumen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Das war Law of the West auf dem C64. Bis dann, tschüss, ciao und bye.